Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie herzlich begrüßen zu dürfen zum Seelenkalender Rudolf Steiners. Wir sind heute in der 50. Woche, das heißt, wir nähern uns mit der 50., 51. und 52. Woche dem Durchgang durch das ganze Jahr hin zu Ostern, wo der Seelenkalender ja wieder mit 1 beginnt. Wir haben also heute in dieser Zeit, sehen wir in der Natur das Frühlingserwachen. Wir sind in der Nähe des Beginnes der Frühjahrszeit und der Zeit, in dem, die wir nennen, die Tag- und Nachtgleiche, also wo Tages- und Nachtzeiten dem Breitengrad entsprechende gleiche Länge haben. Und wir erleben, wie die Natur erwacht. Wir haben das in den letzten Betrachtungen ja gesehen, wie die Vegetation, das Werden der Pflanzen mit dem Erscheinen, mit dem Existieren und dem Verbundensein des Christuswesen mit dem irdischen Wesensstrom zusammenhängt, dass dieses Herausgehen des Christuswesen aus dem irdischen zu dem Erblühen führt der Vegetation, zu dem Frühlingserwachen, das wir erleben können. Also sind wir so in dem Bereich, dass wir jetzt auch gehen vom Sternzeichen des Fisches in das Sternzeichen der Widder. Und es wird diese Zeit auch als das Erkenne dich selbst bezeichnet. Und so möchte ich diesen 50. Wochenspruch, der auch genannt wird, der für die entsprechend der zweiten Märzwoche in Bezug auf das Jahr 1913, wo er veröffentlicht worden ist, dieser Spruch: Es spricht zum Menschen ich, sich machtvoll offenbarend und seines Wesens Kräfte lösend, des Weltendaseins Werdelust in dich mein Leben tragend, aus seinem Zauberbanne erreiche ich mein wahres Ziel. Wir haben erlebt in den letzten Wochen, wie das Geborenwerden des Ichs, des Geistes in uns immer mehr erkraftet und erstarkt, wie wir erleben auch das Widerstreben des Irdischen, das dieses Geisterwachen nicht haben will, und wie wir durch Geisteskraft, durch Erinnerung an uns selbst uns darüber hinwegsetzen können, dieses Werden, diese Lust am Werden entfachen können und so das Leben erwacht und wir unser Schicksal auch erkennen und dem Schicksal entsprechend den Zauberbann sozusagen des physisch-sinnlichen überwinden und das Geisteswesen aus freien Stücken aus der geistigen Welt, aus der Ideenwelt, unserer Impulse für eine gute Zukunft herausholen können und sie in das Leben kraftvoll in diesem erwachenden Frühjahrszeiten hineintragen wollen und aber auch können. Es ist also diese Zeit hin zum Osterfest, das Erwachen der Natur, das Erwachen des Geistes, das Erkennen von uns selbst als Geisteswesen. Und was wir auch erleben, ist eben diese Gezogenheit oder die schwerpunktmäßige Fähigkeit unserer Sinne, dass wir kommen vom Lebenssinn zum Ich-Sinn, also der Fähigkeit, die eigenständige Geisteswesensart unserer Mitwesen, unserer Mitmenschen zu erkennen und dass wir immer mehr ja auch die Fähigkeit haben, höhere Wahrnehmungsorgane auszubilden. Und da kommen wir vom Fische, von der Behaglichkeit, also die Fähigkeit zu erkennen, wann Organismen, wie zum Beispiel der soziale Organismus,
in einem gesunden oder ungesunden Zustand ist, eben unbehaglich oder behaglich, kommen wir jetzt dazu, zu erleben, die Intuition in Verbindung mit Wesenheiten. Das heißt, wir bekommen langsam, Schritt für Schritt, die Fähigkeit, uns zu verbinden, also uns zu reinigen, zu verobjektivieren, dass wir in die Lage kommen, uns zu verbinden im Geiste mit anderen Geisteswesen und so deren Wesensart zu erkennen. Das ist ja das, was uns die Ideen, die Begriffe für die guten Zukunftsimpulse in der Welt bringen kann. Und in der Arrhythmie ist ja das so dargestellt, wir sind bei den Fischen, beim Schicksal, wir sehen jetzt schon hin zu den Widder. Das ist ja, dass wir den Vorgang des Menschseins in diesem Bereich hier rückwärts betrachten. Es ist das Ereignis, das wir im Widder ansehen, das kommt aus dem Anschauen der Tat. Also wir waren in der Tat. Im Stier, wir waren dann im Widder, im Ereignis und im Fisch, im Schicksal. Und so sehen wir zurück jetzt Richtung Widder, wie wir sehen, was geworden ist aus dem, was wir getan haben. Und die Stimmung, ich möchte das, weil jetzt die letzten Tage eben sind des Tierkreiszeichen Fisches und wir gehen ja über in den Widder, möchte ich das noch einmal lesen, diese Stimmung des Tierkreises der Fische. Dieses Verbundensein mit dem Schicksal, dass das Schicksal uns belehrt, uns fördert, unsere Entwicklung will und dass sowohl Verlust als auch Gewinn zu dem Schicksal gehören, weil es uns kräftigt, uns in die richtige Richtung leitet und uns neue Befähigungen gibt. Im Verlorenen finde sich Verlust, im Gewinn verliere sich Gewinn. Im Begriffenen suche sich das Greifen und erhalte sich im Erhalten. Durch Werden zum Sein erhoben, durch Sein zu dem Werden verwoben. Der Verlust sei Gewinn für sich. Wir erkennen darin den Hinweis auf die Fähigkeit von uns als Geisteswesen, als Menschen, dass wir das Schicksal anerkennen, wie es uns durch die Zeit vor der Geburt veranlagt ist, unsere Schicksalsimpulse, durch die wir aus dem höheren Selbst heraus gehen wollen, um daran zu wachsen, zu stärken, dass das Schicksal Gutes mit uns will, auch wenn es Leid und Schmerz verursacht, dass das auch eine Beförderung sein kann, dass natürlich auch das Gute sein kann. Aber das Wichtige ist die Anerkennung, die harmonische Verbundenheit mit dem Karma, mit dem Schicksalsnotwendigkeiten. Und wenn wir dann gehen in den Widder, dann sehen wir, dass erstehe, o Lichte, Schein, erfasse das Werdewesen, ergreife das Kräfteweben, erstrahle dich, Sein erwecken, dass wir dann ganz Mensch sein können, wenn wir uns in Zufriedenheit mit unserem Schicksal, auch mit dem Weltenschicksal sehen und finden und da dann die Kraft entwickeln aus diesem Ich geboren werde in der letzten Wochen und Monate, geistgetragene, kräftige Impulse, das wirkliche, wahre Menschensein in die Welt hineintragen zu können. Und wie wir seelisch diese Erlebnisse haben im Seelenkalender durch die Wochen im Jahresgang, so haben wir auch das Erlebnis des Gehens durch den Tierkreis im Geiste. So tingiert uns, also es verändert unsere Art, denken zu können, in gewisser Weise, indem wir durch den Tierkreis gehen. Und der Fischebereich, der ja jetzt geht, dann nun eben in den Widderbereich für uns in dieser Jahreszeit, die Fische, die denken sich die Welt schon in Richtung einer Idee, aber es sind noch Wesen, die die Weltprozesse
in den Weltprozessen walten. Und wenn wir in den Witter kommen, dann gehen wir ganz in den Idealismus. Also was wir ganz in höchster Ausprägung hatten im deutschen Idealismus mit einem Goethe, Schiller, Novalis, wo das Ideal der Welt, die Idee, es sind die Ideen, die die Welt vorwärts bringen. Hinter dem Realen wird das Ideal in dem Weltprozess. Es wirkt in dem Weltprozess das Ideal. Wir erkennen, dass Ideen aus der Ideenwelt kommen, die die Welt vorwärts bringen. Und mit der Seele gehen wir durch die Stierkreise und wir sind im Fisch eben in diesem Großmut, in der Fähigkeit zu verzeihen, aber auch streng das tun zu können, was notwendig ist, aber in einem Gleichklang, in einem christlichen Gleichklang, der vorwärts in berechtigter Weise will und so eine Liebe zu allen Wesen der Welt entwickeln kann. Und im Witter kommen wir dann dazu, diese alle Wesen der Welt ehrfurchtsvoll anzusehen. Alle Wesen, auch die niederen, aber auch ehrfurchtsvoll die höheren Wesen, die höchsten Wesen, die hohen Schöpferwesen, das Weltenwort, die die Welt erschaffen haben, deren Ideal die Menschheitsentwicklung in Freiheit und Liebe ist, dass wir ehrfurchtsvoll vor dieser Schöpfung stehen und unseren Beitrag für diese Welt, für die Zukunftsentwicklung, die berechtigte Zukunftsentwicklung, die ihm den Menschen sehen will als Freiheitswesen, als liebendes Freiheitswesen, das sehen wir und das gibt uns die Opferkraft, auch uns selbst selbstlos einbringen zu wollen in die Weltenentwicklung. Und so möchte ich noch einmal sprechen, diesen 50. Wochenspruch. Es spricht zum Menschen-Ich, sich machtvoll offenbarend und seines Wesens Kräfte lösend, des Weltendaseins Werdelust, in dich mein Leben tragend, aus seinem Zauberbanne erreiche ich mein wahres Ziel. Es verdeutlicht uns diese Fähigkeit, freies Geisteswesen zu werden, den Zauberbann des sinnlich-physischen zu überwinden und die Kraft zu entfalten, schicksalsgemäß im Sinne der guten Geister in der Welt wirken zu können. Und wie Rudolf Steiner sagte, es ist auch eben diese Fähigkeit, das Weltensein und Weltenwerden lebendig aufzufassen, was uns vom Fixsternhimmel, von den Himmeln, von den höchsten Geistern zukommt im Denken und was uns zukommt im Fühlen durch die Wandelsterne, das ist ausgedrückt in einem Mantra, das er gegeben hat, gerade am Ende der Existenz des ersten Goetheanum. Es nahet mir im Erden Wirken, in Stoffes Abbild mir gegeben, der Sterne Himmelswesen. Ich sehe im Wollen sie sich liebend wandeln. Es dringen in mich im Wasser leben, in Stoffes Kraft Gewalt mich bildend, der Sterne Himmelstaten. Ich seh im Fühlen sie sich weise wandeln. Vielen herzlichen Dank.